Herzlich willkommen, Freunde. Auswärtsspiel bei Saint-Étienne. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Sehr dominiert. Man muss sagen, es waren Concarneau und Ajaccio. Klar, da kann man auch mal gewinnen und dominieren. Trotzdem erwarte ich hier was sehr, sehr Schweres. Im Hinspiel haben wir auch nur in der Nachspielzeit zwei Tore noch gemacht, damit 3-1 gewonnen. Und da wir da Dreierkette gespielt haben und an sich sehr überzeugend gespielt haben, würde ich fast sagen, machen wir das heute auch wieder. Parallel spielt nämlich auch Guingamp und Auxerre spielt dann eben abends gegen Rodez. Beide, Guingamp mit Basti hatten wir letzte Woche, mit vergleichsweise einfachen Gegnern, deswegen dürfen wir uns einfach keinen Ausrutscher erlauben. Ja, sonst eine Neuigkeit haben wir. Barbet war nicht im Team of the Week. Ganz, ganz große Ausnahme dafür, Elis drin. Ja, gucken wir mal. Gehen wir rein in die Partie. Und wie ich euch gesagt habe, wobei. Erstmal Saint-Étienne, Dreierkette, ähnlich defensiv, beziehungsweise Fünferkette in dem Fall, ähnlich defensiv wie Bastia, aber mit ein bisschen mehr Qualität. Bei uns sieht das heute auch nach Dreierkette aus mit Michelin, ein Simba auf Außen, Michelin wieder zurück, Barbet, Arisson und Bokele in der Mitte. Kriegersen möglicherweise nächstes Wochenende wieder fit. Wir haben diesmal noch ein Mittwochsspiel gegen Dunkirk, aber das kriegen wir auch noch ohne ihn hin. Möglicherweise ist er am Samstag schon wieder dabei. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Gucken wir auf die Jungs heute. Pedro Diaz neben Sissoko im Mittelfeld. Auf den Außen Davitashvili und De Lima. Und vorne drin beginnt Baptiste Guillaume. So, erstmal zur Aufstellung gegebenenfalls wird er dann kurzfristig gewechselt bzw. umgestellt, das System. Wenn man jetzt merkt, das läuft gar nicht. Aber wie gesagt, im Hinspiel ist man damit ganz gut gefahren, hat die Partie doch sehr, sehr klar dominiert. Sich dann sehr spät zwar erst belohnt, aber man hat sich belohnt. Deswegen, wir gucken, wie es läuft. Ein Simba, Einwurf mit Pedro Diaz. Vielleicht kommt es auch gar nicht aufs System, sondern auf die Spieler an. Kann auch sein. Sissoko probiert es gleich mal. Gute Parade. Ball ist aber noch heiß. Ein Simba. Holt einen Eckball raus. Klasse, erster Abschluss von Issouf Sissoko. Schießen kann er ja. Er macht es nur manchmal ein bisschen zu oft. Und aus Positionen, wo ich mir denke, na, weiß jetzt nicht. Der Ball wird erstmal geklärt. Und dann sind auch schon die ersten 10 Minuten um. Mit sehr wenig Ballbesitz für uns. Was mir tatsächlich nicht so gefällt. Mal gucken, dass wir ein bisschen mehr fordern. Ein bisschen offensiver gehen. Um zu zeigen, dass wir hier ganz klar das spielbestimmendere Team sind. Michela mit Baptiste Guillaume lässt sich tief fallen. Und dann versucht der Dölima mal zu schicken. Vielleicht nicht die beste Option da. Jetzt muss er natürlich wieder mit hochschieben. Pardieu. Pedro Diaz. Klasse Ball erobert. Davitashvili. Baptiste Guillaume steckt durch auf De Lima. Vorbei. Larsonneur war noch dran. Ach, schade. Super Angriff. Schön rausgespielt. Baptiste. Wenn er passt, dann geht es doch besser, als wenn er schießt. Habe ich gerade das Gefühl. Naja, die Chancen sind erstmal nur auf unserer Seite. Das ist gut. Gorgon ist in Führung gegangen mittlerweile. Auxerre spielt ja spät. Eckball, Vital Simba. Machst du da? Schade. Also wir sind dran am Tor. Wir sind dran. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ähnlich schon wie zum Hinspiel. Hoffentlich schaffen wir es diesmal ein bisschen früher. Können jetzt eigentlich gut pressen. Sind trotzdem, obwohl wir sie eigentlich gut zugestellt haben, sehr weit weg von den Gegnern. Tardieu. Gutes Tackling, Michelin. Ball vorbei. Boah. Da sind sie auf einmal das erste Mal vor unserem Tor aufgetaucht. Früher haben wir dann auch die Dinger kassiert. Nach so Angriffen. So, ein Simba. Wieder mit der Ecke. Bokele diesmal drüber. Und wir werden eine Sache ändern. Wir ändern die Aufstellung. So, spielen das Ganze auch, wie wir es sonst immer spielen. Barbet im ZM. Sissoko und Simba schon gelb verwarnt. Naja, taktische Änderung. Wir schauen. Simba, Davitashvili. Ja, bleibt hier am Ball. Sehr, sehr gut. Setzt nach. Und De Lima außen mit dabei. Pedro Diaz versucht es aber selber. Und Larsonneur klärt mit dem Fuß. Ja, okay. Hätte er sich auch mal reinlegen können, das Ding. Barbet bewacht den Torwart. Ball kommt ganz gut. Davitashvili per Kopf. Larsonneur ist da. Jonsson.
mit ab hier. Wird mehr oder weniger gedoppelt, aber ein bisschen zurückhaltend gedoppelt. Patubinzika. Ja, Sontardieu. Ja, und da sind wir jetzt dran, aber Baptiste macht nicht so richtig mit. Den Ball können sie gut halten bei Sorrentien. Tardieu. Hat aber auch keine Idee. So, das müsste eigentlich unsere Balleroberung sein. Amon. Vorbei. Boah, Glück gehabt. So. Sorrentien taut ein bisschen auf. Wir haben viele gelbe Karten. Und vorne zwei Jungs mit Dölima und Davitashvili, die noch nicht so ganz funktionieren. Wechseln mal die Seiten. Sissoko muss man eigentlich rausholen. Dafür kommt auch Kasübi. Und auch links, ja, ein Simba, Arison. Das ist nicht perfekt, wenn die hier alle gelb vorbelastet sind. Aber dann eben gegebenenfalls die Möglichkeit, Barbe zurückzuholen. Also erster Wechsel, Sissoko raus. Komm, gib hier einfach nochmal Gas. Auf geht's. Johan Kasübi, nach langer Zeit mal wieder auf dem Feld für Bordeaux, für die erste Mannschaft, für die zweite spielt er ja hin und wieder. Michela mit Davitashvili. Ja, geht mal alleine, Flanke kommt. Dölima ist aber zu klein. Simba kommt aber, probiert aus der Distanz. Okay, haut den mal drauf. Kann man so machen, muss man nicht so machen. Dölima, kein gutes Spiel heute von ihm. Vielleicht dann da auch der Wechsel. Elis kommt mal über die linke Seite vorerst und dann werde ich hier auch vorsichtshalber Barbe zurückholen für Marcelin. Und hier kommt Gaëtan Weisbecq. Als er denn auch lange nicht gespielt, aber bei der zweiten immer überzeugt, wenn er gespielt hat. Also haut sich da durchaus mal rein in die Partien. Wir fordern hier ein bisschen mehr. Nilton. Mit dem Einwurf. Mokondui. Nade. Rabonier. Da ist auf einmal richtig viel Platz. Amon. Und er macht das Tor. Thomas Amon. Ach, Jungs, Jungs, Jungs. Wir haben echt kein gutes Team. Also, jetzt wirklich nicht böse gesagt. Aber ich dachte eigentlich, wir haben ein Team, was reicht für die Liga, aber ich glaube, das ist wirklich nicht so gut, wie ich das gedacht hatte. Ich spiele mit einem zweiten Stürmer. Diaz verlässt das Feld. Respekt, er macht den Abräumer, das ist okay. Hier komplette Flügelverteidiger. Weil wir müssen es jetzt erstmal nicht übertreiben. Lass das mal so laufen. Vorgeschoben, bla bla. Elis macht hier auch den Flügelspieler dann, beziehungsweise die können wechseln. Vorne rein kommt Wypotnik. Von mir aus als Stoßstürmer. Wenn er da Lust drauf hat. Und dann haben wir noch Alexis Pitu für Davitashvili. So. Das sind unsere letzten Wechsel. Offensiv. Tempo hoch. Bam, 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 bam. Und dann heißt es einfach nur Attacke. Zwei große Stürmer vorne drin, die die langen Bälle festmachen können. Und dann, let's go. Kamarasa. Beispielsweise als Außennetz. So, wir feuern nochmal an. Mal gucken, ob es was hilft. Ja, sie sind ein bisschen motivierter. Aber Standards bleiben bei Soetjens. Dracek steht sehr weit im einen Eck. Macht Sauer Eck sehr weit auf. Glück, dass da der Abpraller nicht genutzt werden kann. Nade auf Amon. Gutes Tackling von Michela. Also Etienne hat sehr, sehr viel Ballbesitz. Ne? Also das ist auch schon wieder so ein Punkt, der mich selber stört. Wenigstens macht Bastia auch das Tor gegen Gorgon. Aber das ist wieder so ein Punkt, der mich auch stört, dass man gegen so einen Gegner so viel weniger Ballbesitz hat. Und dass Amon uns hier komplett killt. 2-0, Saint-Étienne. Damit ist dieses Spiel womöglich durch.
Sind wir falsch reingegangen? Weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, seit wir umgestellt haben, ist es schlimmer geworden. Bar B. Nochmal ein Lustschuss aus der Distanz. Schwaches Spiel heute von ihm. Er spielt halt nicht gern IV mittlerweile. Der will wieder ins Mittelfeld. Ab hier auf Außen. Ja, Simba bleibt eng dran, aber Camarasa, Bar B klärt den. Unsere beiden Stürmer warten halt auf besseres Wetter. More conduit. Stracek. Auch nicht ganz so sicher. Weg bei Camarasa. Kommt hoch und weit. Guillaume macht eine kleine Balletteinlage, ohne den Ball zu treffen. Kennen wir ja von ihm. Eckball, Weißbeck. Vielleicht nochmal ein Anschlusstreffer. Vielleicht noch ein bisschen Spannung hier. Ball kommt gut. Kommt nochmal raus auf Gaëtan. Ball rutscht durch und Simba hat ihn auf dem rechten. Probiert es auch mit rechts, aber drüber. Oh Gott, den Ausgleich. Oh nein, die haben es 3-2 gemacht. Scheiße. Oh, hätten die wenigstens auch verloren, wäre es nicht so schlimm. Simba versucht ihn nochmal scharf reinzubringen, aber das Ding ist, glaube ich, durch hier. Da wird nichts mehr passieren. Cafaro. Tissoko. Ja, wie Botnik nochmal. Ne, der hat auch gar keine Lust nach vorne zu spielen. AB in Simba. Weißbeck, wie Botnik ist durch. Gutes Tackling von hinten. Pitu vorbei. Ne, das Spiel ist durch. Damit Gogo wieder vor uns. Weil die ihr Spiel eben gewinnen. Da gibt es nichts zu entschuldigen, Jungs. Und wir gehen mal die Spiele durch. Grenoble gewinnt. Caen gewinnt auch gegen Ajaccio. Wir verlieren leider gegen Saint-Étienne. Gogo dreht das halt wirklich sehr spät mit dem 3-2. Schade, dass Bastia das nicht durchgehalten hat. Valenciennes gewinnt. Pau gewinnt. Amiens gewinnt auch gegen Dunkirk, gegen unseren nächsten Gegner von Mittwoch. Angers 3-3 gegen Troyes. Quevilly 0-0 und Auxerre gewinnt leider gegen Rodez. Damit sind wir jetzt erstmal wieder 3 Punkte hinter Guingamp. Ist natürlich besonders beschissen. Jetzt gucken wir mal, gegen wen die am Dienstag spielen. Guingamp gegen Angers. Ja, müssten sie eigentlich auch gewinnen. Und Auxerre spielt auch gegen Levallois. Ja, schwierig. Dann haben wir da wieder die Kack-3 Punkte hängen, ne? Naja. Dunkirk sollten wir ja eigentlich locker gewinnen. Wir sollten kein Spiel so locker angehen, aber das müssten wir gewinnen mit unserer Qualität. In dem Sinne, Freunde, bis morgen.